Die Ernährungsdocs setzen übrigens immer wieder gerne auch Hafer ein. Eine scheinbar unspektakuläre Pflanze, die uns innerlich wie äußerlich allerdings super gut tut. Und deshalb zu Recht zur Arzneipflanze 2017 gekürt wurde. Hafer ist eine erstaunliche Pflanze. Sie liefert nicht nur den Rohstoff für Müsli oder Porridge. Wenn wir ihn essen, beugt der Hafer Diabetes vor und senkt Blutfette. Und von außen, als Maske und Sud, hilft er gegen Entzündungen und Juckreiz. Aber kaum jemand weiß das. Als Heilpflanze ist Hafer weitgehend unbekannt. Was hat er für positive Eigenschaften, die Ihnen möglicherweise einfallen? Gar keine, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, obwohl ich jeden Tag Haferflocken esse. Ich kenne mich mehr mit Wein aus, ich bin Weinprinzessin. Das ist gut für die Haut, wussten Sie das? Nee, wusste ich nicht, ne? Ein einziges Paar outet sich als haferkundig. Es beruhigt, ja. Beruhigende Wirkung. Wahrscheinlich auch viel Ballaststoffe. Im Mittelalter war das Allgemeinwissen und Hafer als Heilmittel eine der Säulen der Klostermedizin. Johann Gottfried Meyer und Heike Will haben die Erfolgsgeschichte der Ackerpflanze von damals bis heute erforscht. Der Hafer wurde vor allem für Verdauungsbeschwerden verwendet und auch gegen Durchfall war er sehr beliebt. Eine neue Entwicklung ist der Junghafer, der ganz frisch noch vor der Blüte geerntet wird. Da hat sich erst in den letzten 25 Jahren gezeigt, dass er eigentlich ganz besonders gut geeignet ist, um gegen trocknete Haut eingewendet oder auch gegen Psoriasis oder Neurodermitis. Gegen so gereizte Haut helfen feinst gemahlene Haferflocken. Sie sind der Rohstoff für eine Gesichtsmaske, die man mit Heilerde selbst zusammenrühren kann. Den besonderen Kick geben Mandeln, die Heike Will frisch zerkleinert. Die Haferflocken geben eine sehr gute Konsistenz aufgrund ihrer Kohlenhydrate. Die machen eine wunderbar schleimige Konsistenz. Die Maske lässt sich dann gut im Gesicht auftragen. Und sie hat den Vorteil, dass sie entzündungswidrig wirkt. Die Heilerde wirkt wie ein sanftes Peeling in der Maske. Als dritten Bestandteil haben wir dann noch die Mandeln, weil da sehr gut für die Haut geeignetes Mandelöl frei wird. Aus diesen Zutaten und etwas Wasser entsteht im Handumdrehen eine klebrige Paste. Die Studentin Beke Tape probiert die Maske für uns aus. Sie leidet oft unter entzündeter Haut und hofft, dass der Hafer seine beruhigende Wirkung entfaltet. Zuerst muss die Maske einziehen. Nach 10 Minuten ist die Hafermaske auf der Haut getrocknet. Mit viel Wasser löst sie sich wieder. Offenbar hat sie gewirkt. Die Haut fühlt sich gereinigt an, es fühlt sich weich an und es spannt überhaupt nicht. Also man hat das Gefühl, man hat sich eingecremt, ohne Creme benutzt zu haben. Sogar das Haferstroh hat verborgene Kräfte. Daraus braut die Heilpraktikerin Iris Eisenmann einen Badesud. Schon die Mönche kannten die schlaffördernde Wirkung des Haferstrohs und Kleinkinder schliefen besser ein auf Säcken, die mit Stroh gefüllt waren. Auch die Haferbrühe beruhigt bei äußerlicher Anwendung. Der Sud wirkt beruhigend auf die Haut. Wir können ihn einsetzen, wenn die Haut juckt, damit der Juckreiz nachlässt. Wenn die Haut entzündet ist, vor allem bei nässenden Entzündungen, wirkt der Sud trocknend und beruhigend. Auch von innen wirkt Hafer wie Medizin. Sogar gegen Diabetes im Anfangsstadium. Weil die Arzneipflanze des Jahres Ballaststoffe enthält, die länger satt halten. Die sind beim Hafer besonders günstig. Die bilden so eine Art Zähenschleim und der verhindert wieder die rasche Aufnahme zum Beispiel von Zucker in das Blut. Durch die Haferballaststoffe wird die Aufnahme der Nährstoffe ins Blut deutlich verlangsamt. Der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an und die Bauchspeicheldrüse schüttet weniger Insulin aus. So bleibt man länger satt. Im Herz- und Gefäßzentrum in Bad Bevensen lässt der Chefarzt deshalb viele seiner Patienten Haferflocken essen.
Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass man auch Patienten, die unter Insulintherapie stehen, mit einer Haferkur sehr gut hinsichtlich ihres Stoffwechsels verbessern kann. Nach einer 2- bis 3-tägigen Haferkur können die Patienten meistens mit der Hälfte des Insulins entlassen werden und dann wesentlich leichter abnehmen. Der Professor isst jeden Morgen Hafermüsli mit Äpfeln und Chiasamen. Darüber dann Hafermilch und je nach Geschmack auch Blaubeeren. Hafer hat natürlich jetzt nicht eine direkte Wirkung wie ein scharfes Medikament. Aber wenn Sie das täglich über viele Jahre zu sich nehmen, können Sie sich vorstellen, dass sich die positiven Effekte über die Jahre summieren und dass es dann wie ein Medikament wirkt. Essen, cremen und baden. Hafer tut gut und hält gesund. Ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen.